herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Und heute muss der Dinkel runter vom Feld, auf jeden Fall. Sonst kriegen wir ein kleines Problemchen. Ach, Platzgang will nicht. Kriegt man das jetzt irgendwie hier dran? Ah, steht wieder so eine doofe Birke rum. Holger Varuna, hallo? Hallo, Herr Varuna! Ach, nee. gibt's dich auch noch? Ja, ich musste längere Zeit weg in meinen Sumpf. Ja, sie wissen ja auch mit Quarantäne und so und diesen. Naja. Und zwar wollte ich Sie fragen: Brauchen Sie Stroh? Nee. Schade. Wenn, dann beim Viehhändler probieren. Okay, dann Ihnen noch einen schönen Tag. Ebenso, tschö. Stimmt eigentlich, Stroh kann ich eigentlich gar nicht gebrauchen. Eigentlich kann ich die Strohablage ausmachen. Weil wir haben oben beim Sägewerk noch Stroh liegen als Brennstoff. Und das Stroh hier brauchen wir eigentlich nicht. Bin ich gerade noch überlegen, ist es ausgegangen? Ja, passt. Also, ich werde jetzt gucken, dass ich hier so schnell als möglich den Dinkel vom Feld kriege. Und dann auch so schnell wie möglich verkauft, dass ich diese Woche auf jeden Fall mir noch die Metzgerei kaufen kann. Also dafür brauchen wir 70.000, hatte Razix gesagt gehabt. Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Also das muss das Ziel von dieser Woche sein, sonst können wir uns, glaube ich, den Metzger sowieso abschminken. Und vor allem, da wo uns ja schon 15 Schafe angeboten wurden zum Schlachten, muss ich da halt endlich zu Pötte kommen. Das Geld zusammenzukriegen wird jetzt kein Problem mit den Ernten hier. Also da kommt genug Geld raus. Was war denn das jetzt? Irgendwas gepiept. Hat er hier was Neues in den Drescher eingebaut? Da hat er eine Bombe versteckt. So. Gut, ich weiß leider immer noch nicht, welcher Mod da Probleme macht mit der Kamera, dass sich die Kamera immer zurücksetzt. Ich vermute mal, dass es der Vorwärts-Rückwärts-Mod ist, so wie jetzt gerade. Den wollte ich eigentlich vor der Aufnahme noch runterschmeißen. Habe ich aber nicht mehr dran gedacht. Ich bin gerade am Überlegen, ob der. Ja, nee, die Mühle ist ja noch nicht besetzt. Und sonst braucht, glaube ich, keiner Dinkel. Ich glaube, das ist so bezüglich Füllmenge, dass das piept. Mal gucken, ob er bei 90 auch gleich wieder piept. Hm.
Bei 90 jetzt nicht. Mal zurücksetzen hier. Kann nicht sein, dass wir hier was stehen lassen. Och, jetzt fahre ich schon wieder so blöd. Die Kamera, das nervt. So, Röhrchen raus. Xerion steht ja schon am Feld. Können wir die erste Ladung abtanken. Sehr schön. Warte mal, wir könnten hier mal probieren. Achso, ne, ist ja kein GPS verbaut. Mist. Jetzt hätten wir probieren können, mit GPS das Feld abzuernten. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich einen Neumann an... anfunken soll. Ob der mir einen Abfahrer vorbeischickt. Probieren wir gerade mal. Leon Müller vom Landtunnel hier, wie kann ich helfen? Hallo Herr Müller, was ist denn bei Ihnen los? Nix. Sind Sie auch mal wieder da? Ja. Die Müllers sind heute wieder da, ist ja unglaublich. Ich wollte fragen, ob Sie einen Abfahrer hätten. Also reiner... Ja, für was denn? Reiner Fahrer für mein Feld abfahren. Ja, ich komme vorbei. Jupp, danke. Welches Feld? 109 bin ich gerade. Okay, dann bin ich gleich da. Danke. Brauchen keinen Traktor, gell? Okay, also nur mit dem Auto. Den Traktor fahren, ja, genau. So. Danke, tschüss. Tschüss. Sehr schön. Dann muss ich mich nämlich darum nicht kümmern. Dann kann ich mich um die Ernte kümmern und der fährt dann zum Hof. Kann ich das irgendwie abschalten? Geht, glaube ich, nicht. Aber den müssen wir... einen der Kameramods müssen wir bis zum nächsten Mal runterschmeißen. Das piept ja schon wieder bei 50, aber bei 90% piept er nicht. Was soll denn das? Das ist ein doofes System. Und dass ich da immer was stehen lasse, das ist auch nervig. Ist
bisschen genauer arbeiten hier. Oh, ich sollte den Jürgen auch mal anrufen, weil dem habe ich ja letzte Woche Gerätschaften entwendet. Nicht, dass der denkt, das war irgendwie ein anderer. Hallo? Servus Jürgen, Volker hier. Jo. Du, ich habe letzte Woche mir deinen Tieflader ausgeliehen. Aha, ja. Ja, ich musste musste irgendwie mein Manitou wieder zurückbringen in den Wald. Ja. Und der steht, glaube ich, noch im Wald, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Und den Drescher habe ich gerade auch. Den Drescher, den brauche ich aber. Ja, was kann ich dafür? Das ist da schlecht, ne? Ja. Ja, den brauche ich jetzt. Ja. Dann hättest du angerufen, du hast dich nicht mal gemeldet. Hätte ich nicht angerufen, wär's dir nicht eingefallen. Natürlich. Damit wollte ich jetzt gleich auf das Feld fahren. Ja, hätte, wäre, wenn. Vor allem der piept so komisch. Hast du da eine Bombe dran gebaut? Ja, nee. Ja, doch. Aber das ist ja mein Drescher. Ja, wir haben hier eine Vereinbarung. Also das kannst du ja nicht abstreiten. Aber der gehört zum größten mir, ne? Also zu 100%. Ja, das mag ja sein. Wenn ich den brauche, kannst du den ja nicht einfach wegholen. Du warst gar nicht da, jetzt mach mal halblang. Ja, ich war natürlich, ich bin gerade losgefahren. Du warst letzte Woche, als ich den geholt habe, warst du nicht da. Er steht doch noch bei mir. Dein Drescher. Ja. Okay. Gut. Also, dann bis später, ne? Ja, tschö. Tschö. Alter, was ist denn das für ein Bachel, ey? Ich sitze hier in seinem Drescher, als ob sein Drescher bei ihm steht. Wenn ich in seinem Drescher sitze, kann es ja wohl kaum sein, dass sein Drescher bei ihm steht. Außer er hat da noch irgendwo einen anderen versteckt gehabt. Oder er verpeilt einfach irgendwas, was ich wahrscheinlicher finde. Bin mal gespannt, wann er sich meldet. Bis er das, wann er das merkt. Ein Held. Oder von wem ist denn das? Das LU hat, glaube ich, ein grünes Schneidwerk. Also der Drescher, den ich hier habe, das müsste eigentlich seiner sein. Oder ich habe von irgendeinem Kunden jetzt den Drescher gemobst, aber mir fällt keiner ein, der so einen Drescher hatte. Keine Ahnung. Mir soll es egal sein. Im Notfall muss ich halt einen Service zahlen. Herr Waruna, wo soll ich denn das hinfahren, wenn der Anhänger ist ja gerade voll. Hä? Ach, der war ein Funk. Ja. Hallo? Ja, hallo. Ins Hofsilo bitte. Aber bitte in das Silo und nicht auf das Silo. Ich versuch's. Gut. Weil ich glaube, sie heißen ja nicht Cortes. Nee, nicht, dass ich wüsste. Gut. Sind auch nicht verwandt oder verschwägert mit dem? Nee. Gut. Dann bin ich zufrieden. Verheiratet auch nicht? Nee. Gut, perfekt. Man kann ja mal nachfragen, vorsichtshalber. Ja, besser ist es. Wie geht's Ihnen denn so beim LU? Alles Paletti? Oh, soweit. Haben Sie genügend Arbeit? Ja, mittlerweile wieder. Ja. Zwischendrin war es ja ein bisschen knapp, aber das hat sich jetzt wieder gelegt und jetzt ist eigentlich genug Arbeit. Oh, das freut mich.
wenn das Lokalunternehmen hier auch Beschäftigung aufweisen kann, dann ist gut. Ja, es ist auf jeden Fall besser, als wenn es pleite ist. Meistens so, ja. Auch für die Beschäftigten. Ja, für die besonders. So, ich muss das andere Feld auch noch vorm Schlafengehen abernten. Hoffe ich. Na, spätestens morgen früh muss es fertig sein. Aber für jetzt würde ich mich bei euch fürs Zuschauen bedanken. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like, Abo oder einen Kommentar freuen. Und dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.